So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt gerade schon gesehen, es geht heute mal nicht um Autos. Marius hat mich auch komplett ausgelacht, als ich meine neueste Videoidee gesagt habe. Und zwar, es gab diesen einen Livestream, wo Marius hier das Blech ersetzt hat, wo 1 Million Kommentare waren, ob der Kompressor nicht langsamer am Limit ist. Weil egal, welches Druckluftwerkzeug du in der Hand genommen hast, der Kompressor darauf an war. Aber er schafft, aber er war darauf an, ja. So, jetzt ist unser Plan für dieses Video, wir werden unseren schönen Käserkompressor einmal revidieren. Also es ist jetzt nicht so, dass er kaputt ist, sondern er hat ein paar Mängel. Ja. So, zum Beispiel, seit dem ersten Tag lassen wir den leider hammerhart ohne Luftfilter laufen. Und jeder, der schon mal in so einer Werkstatt geflext und so weiter hat, weiß, was sich das Ding hier so alles reinsaugt. Mhm. Dann ist hier das Überdruckventil, ist leicht verbogen. Das heißt, das hat man immer gehört, was abbläst. Und der Grund, warum der eigentlich ständig angeht, ist einfach, weil der Kessel total klein ist. Das war mir aber bewusst beim Kauf dieses Kompressors. Den habe ich irgendwann vor 2 Jahren mal gebraucht gekauft. Ich wollte halt mit Absicht so einen schönen kleinen Kompressor, 2 Zylinder, den du auch mal mit in den Kofferraum stellen kannst, mitnehmen kannst und so weiter. Ne? Ich finde auch mega, weil alles, was du aus dem Baumarkt holen würdest, würde diese Maschinen halt nicht so wegstellen, ja, glaube ich. Das kommt halt auch dazu. Ich glaube, das Einzige, was wir noch machen könnten, was noch mehr Luft verbraucht, ist, wenn wir strahlen würden. Ja. Ich glaube, strahlen ist somit das Krasseste. Ne? Aber diese ganzen Druckluftschleifer und so, die ziehen ja auch, ja, schon alle, ziehen ja alle auch schon gut weg. Also mit so einem Baumarkt 200 Liter Kompressor brauchst du da auf jeden Fall nicht, ja, nicht anfangen. So, okay, das heißt, da unsere Videos teilweise auch immer sehr, ich sag jetzt mal, technisch erklären sind, machen wir einfach mal was Witziges dazwischen und zerlegen jetzt einfach mal diesen Kompressor und gucken, ob man da, also erstmal, wie so ein Ding überhaupt aufgebaut ist. Ich habe von Ihnen noch nie einen gesehen. Mhm. Keine Ahnung, wie das da drin so aussieht. Irgendwie muss ja, ich habe immer nur was gelesen von einer Ventilplatte. Keine Ahnung, wie sowas aussieht. Ich habe auch noch nie aufgemacht. Ich habe mir immer die Frage gestellt, vom Technischen her, die Luft, die die beiden Kolben machen, werden durch unseren High-Performance-Ladeluftkühler hier, ja, auf dem Kupferrohr, der Kraftstoffkühler hier, in den Tank gedrückt und muss ja auch irgendwie in den Tank drin bleiben, dass es nicht mal nicht wieder zurück kann. Mhm. So, das heißt, er pumpt ja die ganze Zeit gegen das Volumen vom, ja, vom Tank, weil ich glaube nicht, dass hier zum Beispiel ein Rückschlagventil drin ist. Mhm. Also so wie ich das sehe, ist hier definitiv kein Rückschlagventil. Das ist rein nur die Steuerleitung, wenn hier Druck X erreicht ist, geht da raus. Mhm. Das ist rein nur für die Abschaltung. Ich habe ihn ja schon mal einmal komplett zerlegt, sieht man jetzt nicht mehr, aber der ist natürlich in Alusfarben damals weiß, orange, schwarz gepulvert worden. Leider, bevor die Limo kam. Das ist der nächste Punkt. Wir haben damals schon gesagt, als wir die Limo gemacht haben, boah, dann auch gucken, ob er das noch überlebt, ne? Und jetzt muss er einen Golf auch noch. Jetzt muss er einen Golf auch noch. So, als allererstes gucken wir mal da hinten, wie viel Öl da noch drauf ist. Wahrscheinlich nichts mehr. Ja, ich habe eben schon mal gelünzt. Also, ist aktuell? Ich kenne es vom Moped, dass in der Hälfte sein muss. Aktuell ist eher leider nicht so viel da. Jetzt immer noch nichts? Nee. Ja, es steht so ein bisschen unten, aber es kommt noch nicht jetzt wirklich mehr. Ja, jetzt kommt was. Also, ja, da wird leider. Oh. Ein paar Grad Wheelie macht er schon. Also, wir machen ihn einmal an. Weiß nicht, ob die Akustik jetzt so rüberkommt, aber er ist halt auch nicht so laut, ne? Also klar, jetzt ohne Luftfilter ist natürlich ein bisschen lauter. Ich dachte, ehrlich gesagt, der hört sich schlechter an. Ja, vielleicht ist durch das einmal anheben das Öl wieder an der Kurve angekommen. Nee, weil er sich jetzt gerade ja relativ normal noch anhört. Ja, ja, das ist hier unten, ja, fehlt so ein, hier fehlt ein Schrauben. Yeah. Oh. Vielleicht ist das neue ja noch nicht von, wir werden es sehen. Yeah, da fehlt ein Schrauben. Irgendwie können wir ja mal reinnehmen. Ja, also ich sag mal so, wenn Öl wechselt. Jetzt ist halt hier dieses, genau, Ding. Das hier ist bei dem Kompressor, der hat eigentlich einmal über die Steuerleitung hier drin ein Ventil, wo er den Motor abschaltet. Und das ist eigentlich nur ein Sicherheitsventil, was für diese CE-Prüfung, E-Prüfung vorgeschrieben ist. Dass bevor der Tank platzt, geht eher dieses Ventil auf. Ich glaube, da habe ich was von 11 Bar irgendwie gelesen. Aber das jetzt bei 9,5 dürfte das eigentlich noch nicht. Das machen wir noch. Ja, aber dieses ja schon, wie es krumm ist. Also ja, du drehst es zu, aber es ist nicht zu. Ja, du hörst also am Finger hier. Ja. Hm. Ja, ein bisschen Wasser ist auch, ja, gut. Ja, ein bisschen Wasser ist auch. Wobei, Wasser hat die ab und zu mal abgelassen. Hier sieht man ja auch so ein bisschen, ja, schon. Das lasse ich fast jeden Abend ab. Da ist bei der Kälte jetzt aktuell. Boah, das lieber. Ja.
Können wir mal festziehen mit Teflonband dann. Genau, da ist hier Lichtring auf jeden Fall schon fast weg. Okay, wir haben auf jeden Fall diverse Undichtigkeiten. Ist überhaupt ein Filter drin? Ja, so. Ah, ist ein Blech, okay. Ja, dann ist aber ein Filter. Ja. Ist da irgendwo. Das wird so eine ganze Filtereinheit sein. Mich würde jetzt mal eine Sache interessieren, ob wir an dem Ding, also bevor wir jetzt Öl ablassen und so weiter, probieren wir hammerhart, ob wir da mal Kompression messen können. Ich bin gespannt, ob irgendwie so Kompressormechaniker zugucken, die jetzt schon unterm Schreibtisch liegen. Ja, das ist auf jeden Fall. Wollen wir den Eimer jetzt irgendwie, weil da wird ja auch Luft rauskommen, oder? Wo meinst du jetzt hier? Ja, weil es kommt ja hier ja, zurück, die Luft, ne? Ja. Motorsport. Also wir brauchen auf jeden Fall dieses Ventil, den Luvi. Dann braucht das Ding auf jeden Fall mal eine große Wäsche. Also ich glaube, bei Verunreinigung Patrone waschen und frisch einölen. Ach so. Hat er noch nie bekommen, ne? Nee, die andere ist immer abgebrochen. Ja, was heißt, die sollst du wirklich waschen? Ja. Oh, kann man ja. Waschtisch irgendwie. Überlege, ob wir hier nicht einen K&N drauf machen. Der sah eigentlich geil aus, der sah wie neu aus, als ich den einmal geserviced hatte. Ja, die, das ist halt Druckluft, die arbeiten alle immer mit diesen konischen Gewinden, ne? Wobei, umbauen auf eloxierte Alus, das ist cool. Also wenn wir die Leute hier gleich komplett vom Glauben abhauen wollen, ne, dann kannst du beweisen, was deine Schläuche können. Juckt jetzt schon wieder. Ich so schon. Nee. Bei denen gibt es 1:1 in... Nee, ich habe gerade die Idee, was wir wirklich brutalerweise machen könnten. Wir könnten wirklich Dash, T-Stück, nehme ich auch 1:1 als T-Stück, ne? Und diese Schleife, die sonst als Kühler ist, da könnten wir hammerhart einen Ölkühler hinschrauben. Und der Ölkühler... Der Kompressor zieht durch den Ölkühler. Mhm. Problem ist nur 11 Bar. Naja, Ölkühler könnten, da müssten wir ein Rückschlagventil zwischen machen. Mhm. Aber wir könnten uns schon spaßeshalber mal gönnen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hier die Luft kühlt, ne? Da wir den jetzt ja nicht hier bei utopischen Temperaturen benutzen, könnte ich mir sogar vorstellen. Ja, ihr werdet ja Ende des Videos sehen, was hier bei rauskommt. Umbau noch Wasserkühlung. Jetzt haben wir hier zum Glück unseren. Ich bin mal gespannt, ob das geht. Was passiert, wenn wir den jetzt anmachen? Und hier mal so checken. Erstmal darfst du nicht erschrecken, weil aus dem anderen kommt ja logischerweise. Kommt auch Luft raus. Nee, normal, wir reißen den erstmal hier an. Hier unten. Du brauchst eigentlich zum Drehen, weil es kommt ja keine Luft mehr hin. Achso, ja. Hey. Gefühlt ist aber schon nicht mehr viel. Aber guck mal, gefühlt steckt hier auf jeden Fall noch was drin. Das ist ein Dichtring, glaube ich, oder so war das. Kann das sein? Weil das Einzige, was für uns jetzt ja eigentlich gerade interessant ist, ob die. Oh. Also für uns ist jetzt gerade ja nur als Indiz, wie hoch der Verschleiß ist. Wir haben jetzt keine Ahnung, was dabei rauskommen muss. Aber es wäre ja schon interessant, wenn es jetzt irgendwie 20 und 30 Bar sind. Oder 3 und 4 oder 0 und 0. Ne? Deswegen. Wie ein Freitag dann arbeiten. Werde ich nie vergessen. Letztes Jahr, wo wir beim Rollerrennen waren, 24-Stunden-Rennen mit Benny. Der hat ja auch sofort in meinem Kicker gemerkt, ob das Ding noch Kompression hat. Ne? Und er hat dann auch immer nur seinen Daumen drauf gedrückt. Einmal geklickt und merkte sofort, nee, das Ding ist kaputt. So, mal. Mal an. Oh. 13:1. Ich wollte gerade sagen, hat bestimmt eine scharfe Nocke, aber... hat keine. Hat keine. Ja. Wow, der hat mehr. Ja, definitiv mehr. Der geht bei den ersten schon auf Anschlag. Ja, siehst du, der lief ohne Luftfilter besser. Die Seite. Tatsache. Das ist die Seite, wo die ganze Zeit der Luftfilter dran war. Die ist definitiv verschlissener als die Seite. Pass auf, jetzt müssen wir einfach mal den Kopf runternehmen und gucken, was da los ist. Witzig wäre jetzt, wenn wir einfach nur Kopf von links nach rechts tauschen, ne? Weil es die Membran da drin ist. Vor allem ja deutlich mehr, ne? Also der ist ja wirklich mit dem dritten Zug schon auf. Ich hoffe, wir reißen hier keine Schrauben ab. Ich will ein paar Stehbolzen reinmachen. Ich sehe mich auf jeden Fall diese dicke schon pulvern. Auf
schmaler mit dem Kompressorzylinder beim Motorenbau. Ja. Man könnte jetzt witzigerweise aus vorab aus Drehzahl und Luftmenge ausrechnen, was das Ding an Hubraum haben müsste. Weil das sieht schon so nach. Das könnten so fast 2x125 Kubik sein. Also Dreck ist nicht zu knapp drin auf jeden Fall. Krass. Wir sehen, das wird die Ventilplatte sein, ne? Okay, so, also. Hier haben wir dagegenüber wie so zwei Überströmer. Ja, das ist ja eine. Achso, die Schrauben sind ja drin. Ja, sind raus. Das muss man mal genauer angucken. Weil wir haben uns wirklich natürlich wie immer top vorbereitet, nämlich gar nicht. Weil das war gerade so eine spontane Idee. Also, ist eigentlich doch recht einfach. Hm? Nö, nee, ist gut. Hier, yeah. Nur recht einfach zu erklären. Zumindest den ersten Teil. Das ist die Ansaugseite. Mit dieser weichen Membran hier drin. Das heißt, in dem Moment, wenn der Kolben runtergeht, drückt sich diese Blattfeder leicht weg und die Luft strömt in den Kolben einmal rein. Mhm. So, dann beim Hochgehen, wo die Luft komprimiert wird, drückt sich hierüber das wieder zu. Das heißt, mit dem ganzen Dreck und allem sollte klar sein, dass sich das natürlich nicht mehr so geil zudrückt, ne? Weil die Abdichtung natürlich deutlich schlechter ist. Kolben geht hoch, will die Luft durch in den Kompressor drücken, also in den Tank. Ein bisschen was geht natürlich hier links und rechts an den Kanälen vorbei. Und dann drückt das dadurch. Deswegen sind hier auch diese, ich sag jetzt mal, diese Laschen, damit es nicht weiter rein und weiter raus kann. Ne? So, und dann drückt er es hier durch. Und hier hinter ist irgendwas. Aber ich würde jetzt mal behaupten, ist das eine. Kann man das hier rausschrauben? Oder ist das von hinten eine Schraube? Wie soll man da rankommen? Also das sieht für mich so ein bisschen zweiteilig aus. Weißt du, als wenn man dieses Teil hier komplett rausnehmen kann. Aber die Dichtung müssten wir ja so oder so neu machen. Ne? Okay, so, pass auf. Wir machen heute Learning by Doing. Das war die schlechtere Seite, ne? Und das ist die bessere. Wobei, doch, guck mal, man sieht einen Unterschied, ne? Also jetzt fehlt eh die Platte noch, aber selbst mit Platte. Wobei, so viel Unterschied ist gar nicht. Ja, wobei, nee, geht. Der sieht ein bisschen feuchter, sag ich jetzt mal. Womit mehr Dreck muss ja eigentlich Kompression sogar hochgehen. Na, guck mal, genau, hier sieht man, ist scheinbar eine genau das gleiche nochmal andersrum drin. Ja. Das heißt, hier wird auch nochmal eine genauso eine Membran drin sein, dass die Luft einfach nicht wieder zurück kann. Ja. Dass er beim Ansaugen frische Luft, genau, das wird es nämlich sein. Wenn er ja wieder runtersaugt, soll er ja logischerweise nicht die Luft aus dem Tank wieder saugen, sondern soll ja neue Luft dazu komprimieren. Und deswegen ist hier auch nochmal die gleiche Membran, dass er wirklich in dem Moment nur hier saugen kann. So, witziges Experiment ist, was wir gleich auf jeden Fall machen, wir tauschen jetzt einfach nur mal die Köpfe und gucken, ob sich die Kompression verändert. Aber erstmal lass uns mal einmal hier mit Riefen gucken. Hey! Der hupert da schon mal nicht viel, ne? Alter, guck mal, der springt gleich an. Das ist aber eine ganz schöne Verdichtung, ne? Hätte jeder Rollerfahrer von mir träumt. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass das schlechter aussieht hier drin, ne? Ja. Weil, also ich sag mal so, wenn es jetzt ein Verbrennungsmotor wäre, wären das jetzt ja alles Riefen, die noch normal sind. Ja, genau. Vollkommen legitim sind. Klar, man darf immer nicht vergessen, hier ist halt keine Temperatur drin, ne? Guck mal hier, 98 Baujahr steht auf Kolben. 64,95. 09,98. Kriegst du die Riefen hier so drauf, Maxi? Ich bin nicht. Also was heißt die Riefen? Das sind ja eigentlich gar keine da. Also schon mal ein Upgrade bekommen. Ja, ist ein harter Fleck drauf. Was ich auf jeden Fall sehe ist, der Zylinder hat nicht so diesen hohen Schliff wie Kfz-Motoren haben. Ja. Wahrscheinlich, weil es einfach gar nicht notwendig ist. Also wir machen Folgendes, weil es mich einfach interessiert. Lass uns mal die Köpfe tauschen. Das geht jetzt sehr schnell. Die paar Minuten gönnen wir uns. Weil dann können wir jetzt nämlich ganz gut lokalisieren, wo der Fehler ist. Ja. Vor allem, man darf ja nicht vergessen, er hat auch schon ein Leben vor uns, ne? Da war doch bei dir mal so Mörtelreste und so schon dran, als du ihn gekauft hast, oder? Ja, immer noch. Also es war so ein typischer Bau. Ja, ja. Deswegen. Er hat schon ein paar Euro Schwarzgeld verdient, der Kompressor. Was halt konträr ist, was eigentlich nicht passt, ist, das habe ich dann auch gemerkt, starker Kompressor mit Starkstrom und dann mobil sein. Weißt du, weil du halt nicht auf jeder Baustelle immer direkt natürlich Strom und sowas.
Starkstrom. Ich liebe ja diese einfach mal von A nach B tauschen und so realisieren, was, ja, was kaputt sein könnte. Wie fest waren die so? Ja, so. Okay. Ja, so, ja. Sind es immerhin 10.9? 8.8, okay, ja, alles klar. 8. So handwarm. So, also, wenn die Zylinderköpfe schuld sind, müsste jetzt dieser sofort Vollanschlag zeigen und der hier 13,5 machen. Mhm. Wir fangen mal mit dem an, der weniger gemacht hat. Wir haben auch vorbildlicherweise einen Stecker drin gelassen, damit nichts passieren kann. Ja, aber das ist doch hier mal, wenn wir sowas jeden Tag machen würden. Ein Atömchen mehr als der. Das heißt, Zylinderkolben ist von denen scheinbar ein bisschen besser in Schuss. Dafür die Membranplatte aber. So, jetzt der. Er hat so viel Bums, den muss ich hier richtig. Muss ich richtig draufdrücken. Jetzt. Krass. So, AB-Vergleich hat gezeigt, hier in dem Kopf muss irgendwo die Leckage sein. Das heißt, ehrlich gesagt, würde ich noch nicht mal hier jetzt oder. Nur einen Zylinder mal ziehen. Wollen wir gucken, wie es aussieht. Müssen wir eigentlich, ne? Aber nicht, dass der Fuß dann undicht ist, ne? Ich weiß nicht, ob da auch eine Papierdichtung zwischen sein oder was haben die da? Na, wenn wir es jetzt schon wieder, nehmen wir mal den Kopf ab. Dann ziehen wir auch einen Stecker. War doch gerade auch schon. Alter, ein Alu-Kohl. Alter, das Blau ist ja mehr als. Ja, neu hier. Junge. Alter, krasse Scheiße. Okay, er hat aber doch einige Kolbenringe, ne? Hätte ich so gar nicht gedacht. So, okay, ich nehme alles zurück. Der Zylinder hat doch eigentlich ganz normal wie alle einen hohen Schliff. Hat nur oben keinen mehr. Na, dann wird er definitiv aber ein bisschen Kompression verlieren, die wir jetzt gerade gar nicht messen können. Pass auf, wir machen auf jeden Fall Folgendes. Also ich glaube, ich gönne mir, die einmal neu zu holen. Die würde ich mir gönnen, einmal neu zu holen. Das hier würde ich einmal, das fühlt sich aber gut an. Jetzt können wir hier mal reinleuchten und sehen vielleicht das Öl. Doch, da unten steht's. Aber da wird schon noch genug Rambazamba drin sein. Ja, aber es sieht ja auch alles gut geschmiert aus. Ja, das sieht jetzt nicht tot aus, ne? Und wir gucken nochmal zur Sicherheit hier. Ach, gut aus. Also, Folgendes. Gibt's hier vielleicht von der Zündab irgendwas? Also, dieser Ring ist ja wieder nur der Ölabschreifring. Der ist für uns jetzt ja nicht so entscheidend. So, und hier sieht man halt schon, wenn man jetzt genau auf den Kolbenring guckt, sieht man schon, wie der... Siehst du die Riefen da drauf? Wobei, man sagt eigentlich, wenn er nicht mehr spitz ist, ist der verschliffen, ne? Aber fass mal mit dem Finger rüber, wie scharfkantig der ist. Ja. Also der kann schon noch was. Allerdings, das finde ich relativ, der ist ganz schön weich schon, ne? Nicht, dass er eigentlich mehr, und guck mal hier, das ist doch mal Stoßspiel. Ja, Alter, das habe ich auch gerade gedacht. Bei, genau, bei den Automotoren, was machen wir da immer? 0,4 oder so? 0,4, 0,45 glaube ich, ne? Und das sind ja hier eher 3 mm. Also. Krass. Okay. Wir ziehen auf jeden Fall nochmal den zweiten. Ja, was auf jeden Fall witzig ist, ich kann definitiv keinen Unterschied feststellen. Mit oder ohne Luftfilter? Ja, genau. Kann man definitiv nicht. Nicht sagen, ne? Mich würde interessieren, das Pleuel hat so eine Art Pfeilstab dran. Hat das damit, dass das Öl mit hochnimmt? Oder wofür ist das? Hier hinten? Ja? Ja, ja, genau. Denke ich mal. So ein Schwert, ne? Ja. Muss es eigentlich. Also das wird für die Schmierung gedacht sein. Weil du hast ja auch. Du hast ja auch hier diese Bohrung. Das ist ja auch die Schmierung vom Pleuellager. Ja. Und damit wird er das Öl so punchen und spritzen lassen und fährt dann damit dadurch.
Witzig ist nur, das ist in einem Teil. Also das Pleuel kannst du nicht, weißt du? Du kannst den nur zerlegen, indem man die ganze Welle, glaube ich, auseinanderzieht. Weil das ist nicht geschraubt hier. Das Pleuel wird eine Messingbuchse oder so einfach sein wahrscheinlich. Genau, oder? Aber es ist ja halt nicht geschraubt. Da ist eine Imbusschraube, kannst die Welle trennen, ne? Ja. Die Wange abmachen, ne? Das lassen wir. Genau. Nee, das sieht eigentlich... Wir lassen jetzt nochmal das Öl hier raus. Ja, hatte definitiv auch schon mal mehr. Also ganz leicht, wenn du hier reinfilmst, einen ganz leichten Schleier sieht man da so kommen. Aber eher mehr Alu-mäßig als... Also wenn eine Buchse wirklich drin ist in den Pleuellagern... Also eher grau als Gold, meinst du? Ja, genau, eher so... Hier sieht man es jetzt gerade schön. Oh ja. Aber eher so silbern, also jetzt nicht so ultra dramatisch, würde ich jetzt mal sagen. Der erste Motor bei dem Kess Öl ablässt und drüber lacht über den Schleier. Ja, reicht. Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, es war noch was drin. Aber der Pflegezustand war ja so schlecht. Ja. Okay, so ich würde sagen an der Stelle, wir gucken, dass wir irgendwo Kolbenring herkriegen. Mhm. Wenn es keine gibt, gibt keine, können wir es nicht ändern. Die Zylinder würde ich sagen, ziehen wir, ja, wir machen nur einmal mit so einer normalen Hohnbürste durch. Da ziehen wir einfach einmal schnell mit einer Hohnbürste durch. Machen das Ganze optisch wieder schön, wenn wir es jetzt eh zerlegt haben. Weil hier merkt man schon richtig, ne? Also Kante merkst du schon, dass wir es mit der Baumaschine nicht wegkriegen, aber der Kolben läuft ja eh nur da, der läuft ja nicht mehr höher. Genau, er läuft wieder nur bis da, genau. Ja. Aber das ist schon... Ja, das ist schon ein bisschen... Nee, stimmt schon, das ist schon gut verschleißt. Also da würde es jetzt mit Sicherheit auch ein Maß für geben, wann es verschlissen ist. Aber wir fangen jetzt ja nicht an, hier neue Zylinder rauszuschicken. Ja, ich frage mich auch, bis zu welchem Punkt das wirtschaftlich ist am Ende so, ne? Und ob es überhaupt Ersatzteile gibt. Ja. Okay, also Plan... Hohen, neue Ringe, die irgendwie zerlegen. Aber guck mal, das ist doch ein Mini hier. Ja, aber von der anderen Seite ist nichts. Oder was? Ich verstehe es auch nicht. Müssen wir nachher mal YouTube anmachen. Ah, nee, ich weiß, was es ist. Hier. Oder auch kleine Ventile. Nee, ich sage, da ist ja nochmal komplett getrennt. Siehst du so ein bisschen in den Schraubenlöchern? Ach so. Kommst du da so schon zwischen? Wahrscheinlich lacht gerade irgendwer am Rechner, weil es einfach ganz anders geht oder so. Ja, so. Ist er? Guck, geht doch. Ist doch ganz einfach. Ja, warte mal, jetzt müssen wir nur aufpassen, es war nichts. Kurz also der überlegen. Mit der abgebrochenen Rippe war auf einer so. Seite. Diese Platte saß hier gerade so drin. Hier hinter ist Ansaugung, das ist die Verdichterseite. Also die Luft geht, wenn Kolben hochgeht, durch diese beiden Löcher, hier gegen. Hier gegen und dann haben wir hier da eine ganz kleine Membran drin. Siehst du die dahinter? Ah, ja, ja. Da drückt der Luft durch. In dem Moment, wenn er wieder ansaugen will, geht es wieder zu. Und die Platte darüber ist, das ist natürlich nicht so weit auf. Also, das wird wie so eine Art Spalt sein, dass es zum Frequenz von Kolben hoch runter geht. Kann natürlich auch sein, dass, wenn dieses Ding zu weit aufgeht, das Plättchen sich so weit aufbiegt, dass es nicht schnell genug wieder zu ist, wenn Kolben runtergeht. Mhm. Aber so ein Ding kann sich ja nicht verbiegen. Weißt du? Dann setzt das Ventil auf. Aber eigentlich wirklich simpel, so ein Ding. Ist natürlich gut gerinnt drin, aber ja, und das war der Spuk auch schon, ne? Ja, der andere sieht noch ein bisschen besser aus. Das hier würde ich mal behaupten, ist die Dinger hier, ne? Sind tatsächlich für Kühlung schon da. Dass es die Wärme abgibt an den Kopf, um mehr Fläche zu haben. Ja, das schreit irgendwie so nach Ultraschallbad oder so. Also ich würde sagen, wir versuchen das wirklich maximal low-budget-mäßig zu halten. Natürlich könnten wir jetzt hier alles neu kaufen, aber wir testen das wirklich mal, das Ganze nur zu reinigen. Mhm. Ich sage, wir müssen noch nicht mal diese Dichtung neu machen. Also die versuchen wir natürlich vorher rauszukriegen. Und dann melden wir uns zurück, wenn wir das alles gereinigt haben. Und dann schrauben wir ein paar Tischleiter mit. So. Ich wäre mit Benni schon ab und an mal was gehohnt, deswegen die Zuschauer wissen, worum es geht. Du weißt ja nicht. Ja. Marius und ich sind dabei, unser Kompressor zu überholen. Ach, warum? Wir haben tatsächlich den Käsekompressor zerlegt, ne? Ja. Haben den einmal schon mal hier fresh gemacht. Ja. Und jetzt ist die Frage, ob wir nicht einmal schnell die Zylinder durchhoben können. Ja, ich denke schon, ja. Witzig ist, man sieht tatsächlich, wo, also er sieht anders aus als ein normaler, ich sag jetzt mal Verbrennungsmotor, Zylinder, aber sieht eigentlich dafür, wir haben den 3 Jahre ohne Luftfilter betrieben, dann sieht da ja noch gut aus, ne?
Dafür sieht er gut aus, ja. So, jetzt ist halt die Frage, das soll kein Kunstwerk werden, ob wir dann nur einmal mit der Bohrmaschine durchziehen. Ja, wir machen den polnischen. Genau, und den einmal. Ich werde es nie vergessen, wie wir das ja bei Eugens Integra damals gemacht haben. Ja. Ne? Und das funktioniert ja bis heute so krass. Ja, klar. Aber falls du mal reingucken willst, so sieht das Ganze oben in so einem Kompressor aus. Okay. Das ist einfach nur so eine kleine Membran, die quasi aufzugeht. Sehr simpel gemacht. Weißt du, er saugt da einmal durch. Alles und wenn klar. er komprimiert, drückt das zu und dichtet es wieder ab. Ah, okay. Und dann saugt er wieder und so weiter. Und das Ganze zweimal. Einmal hier, mal hier. Okay. Und hier Ladeluftkühler. Na, ich denke, das kriegen wir schon hin. So, und auch für euch Empfehlung, Holland, gibt es tatsächlich einen Laden. Wir blenden hier unten mal den Link ein. Da kannst du alle Kolbenringe auf dem Mars bestellen. Oha. Für ein Apfel und ein Ei. Für beide Zylinder Kolbenringe 30 Euro oder so mit Versand aus Holland. Und haben wirklich genau auf den Durchmesser die Stärke in Kolbenring. Ja, geil. So, das heißt, wir machen jetzt für Schmales einmal eine Revision. Und genau deswegen müssen wir da einmal jetzt hier die, wie heißt das Ding, Hohnale, Hohnkopf? Ja, kommt jetzt drauf an, was wir nehmen. Einmal durchziehen, komm her, wir gehen mal gucken. Genau, machen wir. Das mal natürlich passend machen. Wir haben so gefeiert und so gelacht, als wir diesen Kompressor zerlegt haben. Es war so richtig. Ja, wie? Hat man einfach nur Bock zu. Der lief so lange, dass der überhaupt überlebt hat so lange. Und dann haben wir uns gesagt, pass auf, jetzt machen wir den mal schick und schön. Ja. Haben wir noch so ein paar Upgrades für überlegt. Und dann gucken wir mal. So, normalerweise würdest du das, also wenn du jetzt einen gebrauchten Motor hast, wo du einfach neue Kolbenringe machst, dann würdest du hiermit einmal durchziehen. Das funktioniert ja richtig geil, weil das passt sich halt so ein bisschen an. Das ist so richtig oldschool halt, ne? Das heißt aber, man geht wirklich einfach nur mit ein bisschen Öl durch. Genau, Öl bzw. nimmst einen Rostlöser oder sowas, ne? Das ist richtig geil. Das funktioniert gut. Hier für die, wir machen ja meistens PKWs, ne? Ja. Aber wir können jetzt einfach das dafür nehmen. Ja. Notfalls könnte man es, ich habe jetzt leider nicht passendes Schmirgelpapier, sonst ziehe ich da einfach ein bisschen Schmirgelpapier rum mit einer ein bisschen feineren Körnung und dann kannst du da durchgehen. Weil das ist ja schon fast hier wie so richtige Hohnköpfe, ne? Ja, das ist so. Das ist ja auch ein richtiger Hohnstein, ne? Ja, ja. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie der von der Körnung quasi ist, aber das eignet sich auf jeden Fall dafür. Ich hole mal ein bisschen Rostlöser und Nackenschrauben. Professionell hier. Hier geht los hier. Das heißt, normalerweise würdest du Schmirgelpapier nochmal hier außen rum machen? Ja, genau. Weil es dann vom Schliff her feiner wird oder grober? Nee, es wird eher so ein bisschen feiner. Okay, und das ist dir jetzt noch zu grob oder wie? Ja, das ist halt frisch. Ich nehme eigentlich dafür richtig so altes, ranziges. Ah, was halt schon so ein bisschen runtergeschliffen ist, ne? Das kannst du halt machen, ne? Ja, Zylinder auf jeden Fall erstmal. Geben wir erstmal ein bisschen Rostlöser hier. Du kannst theoretisch unten Öl nehmen oder so halt, ne? Mhm. Dann geben wir ein bisschen Vorspannung drauf. Das macht man hier drüber. Und hier ist es halt so, es gleicht sich halt ein bisschen an. Du kannst das Ding jetzt nicht theoretisch irgendwie rummachen, ne? Hast du mal gemessen, ob man überhaupt ein Hundertstel rausgeholt kriegt? Also ich mach's meistens mit dem, da kriegst du den was nicht. Schaffst du nicht, ne? Nee, schaffst also es ist wirklich nur so ein bisschen Oberfläche. Genau. Das ist hier halt dann einfach so ein bisschen Gefühlssache halt. Und auch vom Druck. Zack, wir können ja mal gucken, wie das jetzt erstmal aussieht. So, jetzt siehst du schon sehr klar auf jeden Fall hinten einen Schliff. Wichtig ist, dass du halt auch eine Auf- und Abwärtsbewegung dabei machst. Ja, ne? Ja, stimmt, man sieht es definitiv. Ja. Das heißt Auf- und Abwärts, um halt das Kreuz hinzukriegen. Genau, um das Kreuz halt hinzukriegen. Das ist so ein bisschen Gefühlssache halt. Ne? Ja. Ich würde jetzt auf jeden Fall noch mal einen Gang nachmachen mit ein bisschen mehr Vorspannung. Dann kann er wieder arbeiten. Dann macht er die nächsten 3 Jahre. Ja, mindestens. Ja, wenn das Ding fertig ist, wirst du im Glauben opfern. Geil. Muss ich mir noch nicht bestellen, so ein Ding. Für die nächste Kompressorreparatur. Also ich sag mal, für wirklich, um das zu Hause so zu machen, ist das halt. Wir konnten, okay, aber, ne? Wir konnten tatsächlich Kompressionsunterschiede von dem einen zu anderen Zylinder messen. Ne? Ja, könnt ihr mal messen. Haben wir hart den Kompressionspuffer reingesteckt. Ja, das sieht schon wieder richtig gut aus. Also das ist hier die Reparatur, die man sonst wahrscheinlich am Eventabend genau, vorher. Genau, dafür ist die geeignet. Wenn auf der Landstraße über was flöten gegangen ist, immer noch mal schnell einmal den Ersatzmotor durchholen. Ne? Genau, dafür ist die geeignet. Nee, aber guck mal, Radio unten ist das so schnell. Ja, sieht richtig gut aus. Also so, man hat da auch eine kleine Kante gespürt. Die sieht man jetzt noch nicht mal mehr. Ne? So minimal den Schatten sieht man hier noch. Ganz bisschen, ja. Ja. Also dafür. Sonst halt mit Silizium-Carbidstein. Das ist halt richtig geil. Mhm. Den habe ich halt leider nicht in der passenden Bohrung da. Genau, weil das halt jetzt hier 65 mm sind. Das habe ich leider nicht.
Ja. Den würde ich schon so lassen, machen wir direkt den nächsten. Perfekt. Ich würde sagen, kleine Exkursion zum Thema Kompressorzylinder holen und gleich geht's in der Werkstatt weiter. Ja, Benni hat sich doch dazu entschieden, mal das Schleifpapier zu testen. Mhm. Und ich finde das Ergebnis echt krass. Also, wie neu, würde ich fast sagen. Ne? Ja, sieht echt gut aus. Wenn man sich überlegt, einmal jetzt durchgezogen für 30 Euro ein paar Kolbenringe, ja, ne? Für zwei Zylinder und zack. Lebt das Ding wieder. Lebt das Ding wieder. Ne? Ja. Geil. Okay, also. Machen wir noch einen. Den nächsten. Ist doch nicht zu grob geht. Nee, es geht. Es geht. So ganz grob als Richtwert, wer das mal zu Hause machen möchte, so 240. Mhm. Das ist jetzt 180, ging aber auch. Geht auch, ne? Passt. Wer weiß, was das auch für Guss ist und so weiter. Ne? Das muss man natürlich berücksichtigen. Ja, nicht, dass, ne, das irgendwie so ein hartes Zeug ist oder so. Genau, ne? Genau. Also in dem Fall ist es jetzt 180 und es geht auch. Also cool. Klingt erstmal grob, aber es funktioniert. Sehr schön. Vielen Dank. Ja. So, also wir haben jetzt die Teile soweit alle vorbereitet, dass es jetzt eigentlich wieder mit der Montage losgehen kann. Keine Angst, noch ist nichts gereinigt, das kommt jetzt noch. Aber erstmal muss ich euch was zeigen. Firma THN in Holland, ich war wirklich begeistert, hat tatsächlich auf Maß hier für Kolbenringe gehabt. Ja, geil. Also ich habe alle Motoren durchgesucht, keine Chance was zu finden. Den mittleren Ring hätte ich irgendwo gefunden. Ein Anruf bei Henry, also wenn ihr dort auch bestellen wollt, fragt nach Henry. Der hat sofort gesagt, schickt E-Mail mit Maßen. Und wir haben tatsächlich einen Satz bekommen, der 1:1 hierfür passend ist. Ne? Abschreifring und die beiden Kolbenringe. Das heißt, wir müssen hier sogar einfahren. dann haben wir das alles einmal gereinigt. Ja, das ging geil. Das ist hier drin gesandstrahlt, weil es also abgeklebt, gestrahlt. Weil also ging nicht gut. Ja, da ging chemisch nichts. Also die Peke war da so fest drin. Ja. So, jetzt ist das Ganze aber richtig schön fresh wieder. Genau, die Kupferbleche hatte ich auch einmal ab. Sauber gemacht. Das sollte passen so. So, die haben wir bei Benni einmal durchgeholt. Was sagst du zum Ergebnis? Ergebnis gut. Cool, ne? Mal gucken. Find das auch, für mal schnell durch. Werden sich jetzt zwar einige drüber kaputt lachen, aber wir haben es gefeiert. Ja, es war jetzt halt so eine Low-Budget. Benni wusste nicht, worum es geht und er war fassungslos auch. Er war auch. So, ich würde jetzt noch eine Sache eigentlich ganz gerne mal machen. Und zwar, ich würde auf gut Glück schon einmal Stoßspiel gucken bei den Dingern. Weißt du, nicht, dass die neuen Ringe, ja, nicht, dass die neuen Ringe jetzt so komplett außer Maß sind. Ne? Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Ich nehme mal hier einen runter. Den stecken wir mal einmal in den Zylinder rein und messen. Und machen dann das gleiche einmal mit einem neuen Ring. Ja, das kriegt man jetzt nicht 1000% ohne Kolben hin. Aber der muss halt immer einigermaßen gerade, ja, drin sein. Das ist schon so. So. Aber der hat ja auf jeden Fall richtig. Ja, ja, deswegen glaube ich auch, wenn man jetzt hier das Stoßspiel anguckt, kann ich das überhaupt nicht messen. Hohe Temperaturen gemacht. Warte mal. Das ist, kann man das Mesh übermessen? Ja, das brauchen wir, glaube ich. Also, warte mal, ich nehme jetzt mal einfach den neuen Ring dazu und schiebe den da mal mit rein. Und guck mal, ob sich da. Oh, doch, hier. Ja, so, und jetzt ist halt die Frage. Ist das so gewünscht oder nicht? Also wir sehen jetzt hier bei dem, dass der neue Ring deutlich weniger Stoßspiel hat. Hier sieht man es ganz gut, wenn du da so reinfilmst. Aber welchen Grund soll es bitte haben, dass der Kolbenring so viel Stoßspiel hat? Ich überlege gerade, wenn der schon so viel Verschleiß theoretisch hat, dann wird der theoretisch auch vom Stoßspiel her größer. Ist ja auch vom Maß her. Oder der ist doch gar nicht, der ist doch anders hoch, oder? Ja, er ist flacher, meinst du, ne? Genau, aber meinst du, er ist schon so weit verschlissen? Ja, das ist technisch. Keine Ahnung, Dauerläufer, ne? Du weißt ja, was das Ding so durchgezogen hat. Der hat 2,35, 2,37. Das sind eher drei, ne? 2,71. Pass auf, wir machen das gleiche nochmal mit dem zweiten. Wir nehmen mal hier den ersten genauso runter und hier nochmal den zweiten. Also gefühlt würde ich sagen, schon ein bisschen weniger, oder? So, und jetzt den zweiten Ring. Auch so viel. So, nehmen wir hier einmal den. Nicht, dass er klemmt. Jugend forscht hier. Also, ich kann mir da jetzt ehrlich gesagt keinen Reim drauf machen, warum ein Motor ohne. Der hat ja als Wärme. Normalerweise hat man das Stoßspiel für Folgendes. Du hast eine Verbrennung, die Temperatur geht in die Ringe und die Ringe dehnen sich aus. Damit der Ring unter Temperatur nicht klemmt, hat man ein sogenanntes Stoßspiel. Wir haben hier aber noch weniger Temperatur. Wir haben hier nur die Wärme, die entsteht, wenn die Luft sich verdichtet, wie bei einer Luftpumpe zu Hause. Das heißt, da eigentlich glaube ich, je weniger, je besser, übertrieben gesagt. Und guck mal, selbst das waren jetzt schon 0,5.
Also wir reden hier so von 07, 08, die das Ding locker hat. Gut, geht sogar nur bis 06. Und das hat noch mehr. Ich würde es einfach so reinmachen. Da machen wir es. Ja, wir können ja mal den Kopf runternehmen. Mehr als klemmen kann er auf jeden Fall nicht. Also eine Variante ist halt definitiv, dass es Verschleiß ist. Das könnten wir jetzt folgendermaßen. Aber dafür sieht er eigentlich zu gut aus, ey. Weil er hat noch richtig. Der verschleißt doch niemals. Ja, doch, guck mal hier. Ich weiß nicht, ob Maxi das draufkriegt. Wenn du jetzt hier die hintere Kante filmst, siehst du, wie der innere Bereich gleich hoch ist? Und die Nase, die raussteht, weniger ist? Ja, kann schon sein. Egal, wir können es eh nicht ändern. Wir machen folgendes. Wir machen das jetzt alles richtig schön sauber. Ich glaube nicht, dass wir euch zeigen brauchen, wie wir da die Kolbenringe drauf machen, den Zylinder drauf stecken und so weiter. Das kriegen wir auch alleine hin schnell. Mhm. Und dann melden wir uns gleich zurück, wenn das Ding kurz vorm Anschmeißen ist. So, Kompressor ist wieder zusammen. Ich hab mal... Vielleicht. Eigentlich gibt es tatsächlich... Oh, die Aufkleber fehlen noch, fällt mir ein. Da müssen wir auf jeden Fall am Ende noch ein paar Aufkleber drauf. Aber die sind noch nicht fertig geplottet, deswegen ist das eine Überraschung. Die zeigen wir euch später auf Instagram irgendwann. Ich habe tatsächlich ein bisschen gegoogelt, ein bisschen telefoniert. Es gibt für Käser extra ein eigenes Öl. Das ist ein sogenanntes VDL 150. Mhm. Ich bin aber der Meinung, das geht auch mit dem guten 20W60, wo wir noch nie einen Lagerschaden mitgehabt haben. Und habe dann mal VDL 150 umgeschlüsselt von der Viskosität her bei 40 Grad. Ist das tatsächlich ungefähr ein 20er Öl? Okay. So krass dickflüssig ist das tatsächlich. So, ne? Also sowohl kalt als auch warm das 60er. Mhm. Bei 100 Grad dann ist es tatsächlich so, dass die so ein dickes Öl in den Kompressor drin haben wollten. Deswegen. Weil ich dachte erst eher so ein richtig 5W40, aber das 40er Öl ist tatsächlich zu dünn. Also es muss richtig eher so 55, 60 gehen. Aber zu dünn, habe ich mir gesagt. Geht nicht, zu dick auch nicht, deswegen ist jetzt hier... Wir können ja ein paar Wochen nochmal Kopf runternehmen und reingucken. Jetzt hier 20W60 drauf. Wir haben es genau so voll gemacht, dass wir Mitte von dem Sichtfenster sind. Und ja, eigentlich ist der Kompressor soweit. Wie viel ging da jetzt so rein? Ja, weiß ich nicht, das war eine neue Dose. Nee, ja, also ein Liter war es nicht. Nee, nicht mal. Okay, krass. Halber Liter, dreiviertel Liter. Was können wir sonst noch sagen? Ja, ihr seht, wir haben den alten Ladeluftkühler weggebaut. Hier war vorher ein Rohr sogar mit Kühler drauf. Aber wir haben uns gesagt, jetzt haben wir endlich mal wieder einen Langzeittest, wo wir diese PTFE-Leitung testen können, weil die können halt richtig, richtig Druck, als auch Temperatur. Wenn man sich überlegt, Ölkühler 8 bis 10 Bar und 130 Grad, dann wird er hier schon mit auch ohne Kühler mit klarkommen. Und sieht gut aus, das ist immer wichtig. Ne? Das war die Hauptsache. Wir hatten genau den Adapter hier, 3/8 Zoll auf Dash 10, darüber. Hier, Maxi, du musst auf jeden Fall seinen Adapter da zeigen. Uiuiui. Ui, ui. Das sind doch gleich wieder 3 PS hier drin. Ja, 3 Liter in dem Fall. So, ja, sonst alles wieder zusammen. Neuer Luftfilter. Ich würde sagen, wir reißen das Ding mal an. Ich überlege gerade, diese Luftfilter, die hätten wir, glaube ich, noch ölen müssen. Echt? Ich glaube, ja, weil das ist ja nur so ein Metallgeflecht. Da müssen wir mal von K&N so ein Spray da reinhauen. Glaube ich, rein. Ich meine, er kann froh sein, dass er jetzt überhaupt einen Luftfilter hat. Ah, doch, hier. Bei Verunreinigung Patrone waschen und frisch einölen. Ja, da müssen wir nochmal so... Ah ja, machen wir noch. Krieg da noch. Hast du dieses Video schon mal vorgelesen? Echt? Ja. Okay. gut, dass du das weißt. Wobei, das drehen wir nach unten. Damit wir es auf jeden Fall vergessen. Für den Look. Durch. Genau, guck, genau, der geht bei 11 Bar. Genau, der geht genau passend auf mit dem Ventil. Perfekt. Witzig, so. Aber wird doch echt ein bisschen warm, ne? Na gut. Ja, krass, Physik, ne?
Luftpumpe. Ja, hier mal auf jeden Fall mal einen schönen Test. Ich meine, bei 10 Bar, wenn so ein Schlauch hier wegplumpst, ist das ja auch noch nicht. Plumpst bei 10 Bar! So dramatisch. Dazu kommt auch, ich glaube, hier ist ein Rückkehrventil drin. Ne? Also es ist nicht so, dass, ja, der, ganze, nicht ja, so, dass der ganze Kessel gleich entleert. Drin? Hier. Meinst du, der fährt dann nicht weg? Nee, weil sonst müsste jetzt auch der ganze Drucker wieder zurück. Mhm. Deswegen glaube ich schon, haben wir alles richtig gemacht. Geil. Und dann gleich wieder einsetzen das Ding. So, für uns ist er hier drin auf jeden Fall perfekt, weil das Ding macht auf jeden Fall gut Volumen. Das heißt, für Schleifwerkzeuge, die alle ein bisschen Bums brauchen. Genau. Und so lang war das Ding jetzt ja auch nicht, bis der 11 Bar da reingedrückt hat. Und 11 Bar schafft doch nicht jeder Kompressor. Ja. Also die meisten Kompressoren mit 230 Volt, die machen bei Arsch eigentlich den Arsch zu. Bei Arsch, bei 10 den Arsch zu. So. Ja, ich würde sagen, so viel mal zum Thema, dass man nicht immer direkt alles wegschmeißen muss, sondern sich auch einfach mal wieder mit beschäftigen kann. Das teuerste an der ganzen Nummer war eigentlich der Luftfilter für 100 Euro, 90 Euro. Ja. Alles andere war überschaubar. Das heißt, für 200 Euro haben wir jetzt wieder einen freshen Kompressor. Ihr habt ein bisschen Technik gesehen. Wir wissen endlich, wie das Ding von innen aussieht. Wir werden auf jeden Fall, würde ich sagen, den mal ja, in 4 Wochen mal Öl ablassen und zur Sicherheit nochmal einmal Kopf runternehmen, um mal zu gucken, wie das so mit Kolbenring und Honung da drin alles so funktioniert. Mhm. Aber sonst, glaube ich, ist der jetzt startklar für die nächsten 3 Karossen. Ne? Können wir jetzt erst ein Motor schauen. Ja, und stimmt, ja, wir plotten noch einen coolen Aufkleber. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.